Ich bin dann im Oktober 1945 geboren, also direkt in die schlechte Zeit hinein. Und es gab wenig zu essen. Meine Eltern erzählen, dass sie mir die Milch mit Wasser verlängert haben und Kartoffelstärke hinzugefügt haben, um es anzudicken, weil sie sonst nicht wussten, wie sie mich satt bekommen sollen. Mein Vater wollte natürlich gerne wieder Drogist werden und sein Traum war, ein eigenes Geschäft aufzumachen. Und er ist dann fündig geworden in Wengern. Unser Laden war Anfang der 50er Jahre umgezogen vom Bäcker Siedmann zu Gärtnerei Knob. Und unser Ladenlokal war direkt neben dem Blumenladen. In den Semesterferien wollte ich mit meinem Vetter Axel aus Herdecke gerne nach Frankreich fahren. Und mein Vetter Axel hatte eine Herkules MK50 und die fuhr Spitze 35. Das war natürlich eine tolle Fahrt und erlebnisreich. Und übernachtet haben wir in Jugendherbergen. Und wir kamen dann in Calais an, aber da gab es keine Jugendherberge, sondern nur ein Obdachlosenasyl. Und da wollten wir nicht so gerne übernachten. Wir sind dann weitergefahren nach Dünkirchen. Wir konnten am Strand spazieren gehen und Axel sah die Jungs da, die französischen Jungs, Fußball spielen und wollte mitspielen. Und ich habe dann übersetzt. Und da haben wir dann Serge und Hervé kennengelernt. Auch in Frankreich gab es zu der Zeit noch viele Vorurteile gegenüber Deutschen. Und das gängigste Schimpfwort für die Deutschen war Sale Boche, schmutziger oder dreckiger Deutscher. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, waren am Strand und es gab eine Durchsage, ein deutsches Mädchen hat seine Eltern verloren. Und einer aus meiner Clique, dem ich das nie zugetraut hätte, sagte auf einmal, ja, die Westdeutschen sollen lieber zu Hause bleiben. Ja, das ist jetzt ungefähr 58 Jahre her. Vor 8 Jahren haben wir noch unser 50-Jähriges gefeiert, da war die ganze Familie hier. ...1984 habe ich vielleicht die längste und abenteuerlichste Reise gemacht. Das war mit Rothel-Tours. Die Reise ging früher durch Afghanistan, aber das war ja nicht mehr möglich. Und wir sind dann im Norden von Pakistan durch die Wüste gefahren und in den Iran rein. Und im Iran war es so 1984, dass der Iran gerade im Krieg war mit dem Irak. Wir hatten also immer Angst, sie könnten uns eventuell für Amerikaner halten. Ich hatte mir überlegt, wir kaufen uns jeder ein Bild von dem Revolutionsführer Khomeini und stecken uns das hier in das Hemd rein. Immer wenn es ein Problem gibt, dann lassen wir das ein bisschen rausgucken. Ich hoffe, dass es auch denjenigen, die diesen Film mal sehen, interessiert, was in meinem Leben so passiert ist.